direkten Weg. Sie fährt wieder. Das ist doch fast, das ist schon fast direkt. Für Frau Zockersucht ist das schon fast direkt. Ja. Wieso? Ich komme doch dahin, wo ich hinkommen soll, oder? Ja. Ja, dann drück mal aufs Gaspedal hier. Ja, ich bin doch da. Ach Quatsch, du bist eins vorne dran im Gebäude. Ja, deswegen sage ich ja, wo seid ihr denn? Wo bin ich denn? Das ist das falsche Gebäude. Ach so, eins weiter nochmal, Frank. Juhu. Juhu. Meinen stehen ja fünf Leute ums Ausrufezeichen, ne? Ja, jetzt ist los. Bald dran, Prost. Frank, du hast noch nicht angenommen. Ich bin auf dem Weg, Moment. Gwen hat ganz wenig Leben. Ich kann es nicht an. Nicht annehmen. Die geteilte kannst du nicht annehmen. Ich sehe sie bei mir nicht in den geteilten Quests. Ramba Zamba, ja, schon. Mein Geld. Ich hab's doch schon angenommen. Abholung teilen. Jetzt. Also bei mir blinkt hier ein Ausrufezeichen vor mir. Ja, dann hast du es angenommen. Okay. Und dann. Dann habe ich es auch angenommen. Ja. Go. Danke. Hier, könnt ihr... So. Ramba Zamba in de Pamba, haben wir immer früher gesagt. Zamba, Ramba Zamba, Kindersamba. Kindersamba. Oh, ich scheiße. Gehen wir draußen, lass mal die Motorräder auseinander, oder? Ja, gönn dir. Ich glaube, die haben sie ins Visitenalbum geschrieben. Gönn dir! Immer, wir haben nicht mehr so. Jetzt geht's ab. Soll ich mal versuchen, was zu kochen? Jetzt geht's ab, Nicole. Ihr habt noch 30 Fleisch, Hotdogs, ihr habt doch noch genug Essen da. Ja, ich weiß nicht, so, für so viele Leute, weiß ich nicht. Ja, nur mit Ruhe. Bin schon da. Okay. Kommst du auf einmal her? So. Da war eben noch keiner. Reparieren? Ja, dann ist der Fehler da, dass die vielleicht nicht alle gleichzeitig spawnen. Immer noch in meinem Inventar. Dies konnte passieren. Ich fällt gerade auf, ich brauche dringend eine Helmlichtmod. Wir haben aber, hatten wir nicht noch eine im Lager gehabt? Ich habe, glaube ich, gerade eine gesehen. Aber tatsächlich eine Schmiede. Ich baue ihn rein. Ja, diese Tausche ist ja gerade drauf. Und wir haben noch einen Bergbauhelm mit Mod drauf, Frank. Danke, zu Hause. So, stimmt, Bergbauhelm müsste ja noch da sein. Ja. Lichtmotte, ja. Zwei Stück müssten da noch drin sein. Zwei Stück, aber eine Fluchtweg verbarrikadieren, ja, Mann. Dann habe ich mir genau den falschen genommen. Liegen bleiben, Mädchen, nicht wieder aufstehen, es bringt nichts. Ui. Ich habe meine Gang dabei. Zerstörte Schmiede. Gebe meiner Gang. Helmlichtmotte ist in der Kiste. Geil. Super geil. Vorräten entfernt. Wer nimmt eigentlich die ganzen Stühle mit? Ich? Ich zerleg die in mein Holz. Ja, genau, kann man nur machen. Holz und Leder. Und manche gehen sogar in Metall und manche, also die Chefsessel gehen sogar in Ding. Leder. Ja. Ja, Kettenluder, ja. Ich werde die mal alle draußen in der Kiste machen. Ach, ja, ich würde sagen, es ist so eine schöne Uhrzeit. Wenn ich jetzt hier fertig bin mit den Quests, dann würde ich sagen, dann machen wir mal hier so eine kleine Madmonk-Verlosung. Hau ich mal hier rein. Das wäre doch mal was, oder? Nein, Mäuschen, machst du nicht. Ja, das wäre doch mal was. Geil. Vorräten ist geil, oder? Super geil. Dürfen teilnehmende Spieler mitmachen an der Verlosung? Na, selbstverständlich. Geil. Du hast das falsch verstanden. Wir werden jetzt verlost. Was? Nein. Doch, Gwen, du kommst jetzt in den Topf. Gwen kommt ein in den Tag Topf? Ein Tag mit Schlumpfi oder was hier? Ja, Mann! Aua! Wer hat hier Geier? Ja. Hallo, bin ich jetzt zu doof, die Treppe wieder zu finden oder was? Du bist super geil, ja, Mann. Ja, Mann, Tom! Hallo, Mann! Guten Abend, na, alles klar? Ich habe noch zwei Zombiletten. Hat jemand mein Endloot gefunden?
Wie geht's dir, Macke? Hast du Feierabend jetzt? Nee, aktuell noch nicht. Hast du noch Sack drin? Hast du den? Hardcore-Looting machen die Finger hier. Von Schlumpfi weg, sonst gibt ein paar auf den Kopf. Schlumpfeintopf. Nein. Hier geht es noch. Ach, du hast eine Freigabemacke. Ja, das Licht zeigt hier raus, aber ich finde hier nichts. Ja. Oh, ich habe meine Tasche noch unten, sehe ich gerade. Ups. Ben hat keinen Bock mehr, die haut rein, bevor sie verlost wird. Mal kurz. Ich geh dann mal. Genau. Bevor sie noch verlost wird. Ich bin dann aber im Chat dann da. Hat Angst, dass er verlost wird, ja. Ich werde ja bestimmt auch so verlost, auch wenn ich nicht da wäre. Ja. Ja, hier sind auch noch welche. Und, Macke? Prüfung bestanden? Anhängerführerschein. Oha. Privat oder beruflich? Also euch noch viel Spaß. Ja, danke schön. Jo, gut. Ciao. Tschüss. Hier ist noch ein halber. Herzlichen Glückwunsch, Macke. Geil. Sehr, sehr cool. Privat. Geil. Oh, cool. Das freut mich. Geil. Ich suche Samen. Da oben sind zwei Sachen nicht angepflanzt. Ich wollte mal ein paar Samen reinhauen. Und Anhänger hast du auch schon privat. Der Samen ist oben die Kiste, aber... Ach, oben. Okay, ich guck mal. Weil da sind zwei Plätze frei. Wo ist denn die Tasche? Unter der Treppe. Ganz unten. Ja, das hat jeder einen anderen Platz. Das ist das Dumme. Ja. Ach so. Okay. Jeder hat einen anderen Platz, ja. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Ich hab gedacht, den halt wieder etwas von der To-Do-Liste erledigt, ja. Und gleich sowas Geiles, ne, Macke? Das ist richtig fett. Das ist ja meistens was, wo du sagst, Holz. Dauert zu lange, meh. Lernen, meh. Aber das hast du jetzt geschafft, das ist schon geil. Das ist schon mal richtig geil. Ach, da. Was ein Ort. So. Ich hab's. Ich geb mich mal kurz auf Dach. Ich muss mal wohin. Ja, viel Erfolg. Ich hab's. AK Stufe 3, wer will? Anhänger der Familie schon, okay. Geil. Sehr, sehr cool, Macke. AK Stufe 3, Eisenschaufel Stufe 4. Muss ich mal gucken, ob ich hier langsam. Also, ich brauche. Es wird langsam Massagelehrgang erledigt, Anhängerschein erledigt. Jetzt kommt noch Kettensägenschein und Schweißlehrgang. Ach, wow, Schaufel? Geil. Ja. Dann kommt zu mir. Wie bist du? 6,5 Meter neben mir. Was? 600? 60 K. Da zeigt man. Ja, hier unten. Boah, springen nicht in die Stacheln. Sehr, sehr cool. Ich sag's cool. Noch. Alles gut. Schaufel. Und die AK willst du auch? Man kann es ja mal probieren. AK brauche ich nicht. Frank, du kannst ja das taktische Sturmgewehr nehmen in der Waffenkiste. Frankie, die AK? Komm, ich habe eine 3er AK habe ich auf der Hand schon. Die lag in der Kiste vorhin, als ich mich ausgerüstet habe. Ja, dann lege ich sie auch in der Kiste. Genommen. Alles gut. Ja, aber ich komme jetzt immer zur Base, weil braucht den. Alles klar. Ich muss die Vögel. Also hier nebendran ist ja gleich die andere Quest. Macht ihr die jetzt noch oder habt ihr die schon gemacht? Wem gehören die? Weiß ich nicht. Könnt ihr mich gleich anschließen? Ich muss nochmal. Also ich habe auch eine Quest geteilt. Ach, Stufe 1 Abholung, Tatsache. Ja. Sieht man das, von wem die kommt? Nee, ne? Nee. Das wäre gut, ne? Das wäre sinnvoll, ne? Ich sehe auch den Punkt gerade hier nicht, also. Ich komme auch gleich nicht mal zu irgendeiner Quest. Warte mal. Weil abgeben können wir jetzt noch nicht, ne? Ey, was hier die Bleistifte blinken, ey. Ich weiß das doch alles schon. Über den Massagelehrgang freut sich die Partnerin natürlich. Ja. Das wäre schon nicht schlecht. Tatsache, die ist wieder verbuggt. Ich sehe auch kein Ausrufezeichen. Ah, okay. Das bedeutet, derjenige, der sie machen müsste, müsste sich mal kurz vom Neu Server einloggen. Ja.
Das glaube ich dir, Macke. Aber saugeil. Ich habe jetzt eine angenommen, Stufe 1 abholen. Ich glaube, es war meine. Ich bin mal kurz raus. Ja. Ja, okay. Dann mache ich mal X hier. Naja, nach unten. Ich war ja schon ganz unten. Bin immer ganz runter. Gibt es einen Keller? Ja, Mann. Gewinn ist im Chat. Jetzt ist sie bei mir weg. Mobile Massageliege habe ich mir auch schon zugelegt. Also wenn jemand Bedarf hat. Wie weit wohnst du weg, Marke, nochmal? Ja, toll. Tausendmal vorbeigerannt. So, oh ja. Aber so physiotherapeutische Massage, weißt du? Nicht so Thai-Massage, wo es so reingeknetet wird, da komme ich mal mit Schmerzen zurück. Sondern so physiotherapeutische Massage ist geil. Aber Thai-Massage ist eigentlich besser als Physio. Und wenn du da Schmerzen hast bei der Thai, dann ist, weil ich habe da 10 Jahre mir mit meiner Hüftarthrose geholfen mit Thai-Massage. Deswegen musste ich mich nicht so zeitig operieren lassen, weil die ganzen Muskeln ja natürlich verhärten durch die Fehlstellung und so. Ja. Und die Thai ist wirklich besser. Und wenn die Thai reindrückt und es tut weh, dann hast du da ein Problem. Wenn es nicht reindrückt, bist du entspannt. Dann habe ich überall ein Problem. Mir wird sie wieder angezeigt. Okay, perfekt. Wo denn? Ich sehe nichts. Ich muss noch mal neu annehmen. Warte mal kurz. Ja, stimmt. So teil sie noch mal bitte. Weil ich habe sie auch nicht mehr drin, Frank. Das sind die sogenannten Triggerpunkte. Nicht Tigger von Winnie Pooh, sondern Trigger. Ich kam mit so Schmerzen zurück. Ich habe das ein paar Mal gemacht, wie gesagt, das mache ich nicht mehr. Ja, tagelang Schmerzen. Aber weißt du, ich habe immer Thai-Massage gemacht, 2 Stunden Ganzkörper. Ja. Und das ist auch besser als diese 20 Minuten Krankengymnastik, die bringt ja nichts. Ja, genau. Das ist ja schnell vorbei, ja. Ja. Bloß, ich darf nur nicht wieder zu Thai gehen, weil ich... Ich habe euch die Einladung geschickt. Ach so, Entschuldigung. Du bist ja noch gar nicht am Start, ja. Okay, jetzt. Ich habe die Kiste wieder aufgefüllt. Und ich darf ja hier die Hüfte... Frankfurt, Hanau, Offenbach, Floppy. Hat noch Gefahr zu luxieren und deswegen, ich darf bestimmte Bewegungen noch nicht machen, deswegen kann ich noch nicht zu Thai gehen. Also ich habe schon Schmerzen, wenn ich höre, 2 Stunden Ganzkörpermassage bei Thai, habe ich schon jetzt Schmerzen, wenn ich das höre. Also weißt du, wenn du... die Questions oder? Nein, leider nicht, du hast sie noch nicht geschickt. Ja, ich war noch nicht in der Gruppe. Nicht meine. Also bei mir hüpft... Ach so, also dann war das gar nicht deine. Ja, dann können wir nichts machen. Dann war es nicht meine, nee. Ja, dann war es nicht deine. Ich habe hier keine Quest zum Annehmen. Aber ich kann halt jetzt starten halt, das ist das Problem. Also ich könnte jetzt auch starten. Ja, starte einfach mal, aber... Dann helfen wir dir, aber wir können halt nichts machen. Wir kriegen halt keine Punkte jetzt. Also Geschenke, Belohnungen vom Händler, meine ich. 1,5 Stunden? Aber ja, das geht ja, Macke, ne? 1,5 Stunden. Diese 2 Stunden, die sind immer so schnell rumgegangen. Ich dachte mir, oh, schon fertig. Die fängt ja dann an, erstmal an die Füße und dann an die Beine und dann muss sie sich auf die Seite drehen und dann macht sie auch Gesicht und Schultern und dann macht sie die Seite, dann die andere Seite, dann Rücken. Oh, herrlich, ey. Und das ist auch eigentlich gut, weil die 20 Minuten bei der Krankenpflege, die machen ja immer nur einen bestimmten Punkt, weil sie keine Zeit haben. Und wenn du bei der Thai-Ganzkörper machst, dann ist dann wirklich von oben bis unten der ganze Körper mal durchgeknetet, weißt du? Braucht doch gerade jemand eine separate Helmlichtmod, oder? Ja, ich komme dann vorbei, Marke, ne? Die 1,5 Stunden, die sind ja kein Weg. Ich hab geholt. Gell? Komm ich dann vorbei? Kannst du mich durchkneten? Wie sich das anhört. Also, Getränke haben wir zig Millionen goldroten Tee. Also. Ja, ich hab doch vorhin gekocht. Sammeltermin zur Massage, ja. Machen wir Gruppe auf. Und dann geht's los, ja. Der Paddel Eisen Stollen, das liegt da hinten. Den roten Tee haben wir auch genug. Ich habe vorhin, irgendwer hat mir doch die 125 Fahrgemeinschaft zu Macke. Das Happy End kostet extra.
So ist das bei Thai-Massagen. Ja. Oh. Also ich bin aber extra bei einer Thai, die sowas nicht macht. Also das finde ich ja furchtbar. Furchtbar. Ja, aber ich habe eine Gothic-Hose. Es gibt ja wirklich eine Thai, die macht wirklich mit Happy End und die hat auch in jeden Kabinen solche Tempotaschentücher. Frankie, Helmlicht mod droppe ich dir. Ach, hör doch auf. Wisst ihr, ich war immer bei der falschen Time. Sie jetzt da. Jo. Weg von mir. Ah. Leute. Schön. Ich nehme die Happy Hour. Frankie? Ja. Bist du noch bei mir? Zehner extra. Was, nun Zehner? Ja, jetzt sogar mit Licht. Aber die Thai ist ganz schön teuer. Bei mir kostet Frankie, die Stunde... Frankie, dir noch was? Was habe ich mir jetzt zuletzt bezahlt? Das war schon so lange her, weil ich ja wegen der UP nicht darf. Lass mich lügen. 55 Euro oder sowas? So. Ganz schön teuer. Wenn jemand braucht, ja. Ich kann ab jetzt 5 Euro Baseballschläger. Aber das Happy End danach ist billig. Da könntest du noch einen fertig machen, wenn du gerade in der Base bist. Da brauchst du eigentlich auch keine 2 Stunden für. Oh Gott. Einen klar machen. Das hat meine Freund exklusiv gebucht mit dem Event. Achso. Ja, schade, Marke. Schade. Haben wir hier eine Kreischerin? Eine Kreischerin? Alles gut. Ich. Das ist nicht so wichtig. Alles gut, die steht genau vor mir, ey. Mich wurde zerschrocken. Der Automat ist aktiv. Wie geil ist das denn? Felsenstürmer. Ich habe kein Geld dabei. Ich kann nicht mehr. Ja, Mann, die alte Kreischerin steht vor mir. Ich glaube, es hackt. Noch wer hier ohne Fahrschein? Können wir gleich ausdiskutieren. Ja, hallo Mimi. Moin, moin und Grüße zurück. Schön, dass du da bist. Na? Alles klar? Feierabend, Mimi. Feierabend, wie das duftet. Kräftig, deftig, würzig, gut. Pommersche aus dem Ofen, Dingsbums. Aus dem Ofen, auf den Tisch, so ist der Brauch. Ach du Heiligsblechle. Ja, zu viel Werbung. Damals haben wir noch Fernsehen geguckt. Mute-Funktion. Mach mal die Tür zu, ihr habt eben eine Kreischerin davor gestanden. Ich glaube, zack. So. Das kann auch weg. Bist du durch, Frankie, mit deiner Mission? Ich bin durch. Ich fahre wieder zum Händler jetzt, ja. Hier ist Händler noch ein Schlafsack von einem unbekannten Spieler. Noch 10 Minuten, dann sind die Basis fertig. Ich muss noch kurz warten, ich bin ja auch mal kurz. Der Schlafsack hier gehört Wolli. Okay. Achso, ja, braucht ihr noch. Schießen doch noch welche. Genau so bin ich gestorben ich das letzte Mal. Ich mach's dann mit Anja, weil wir müssen da uns erstmal durchfuchsen, wie das war. Ja, okay. Genau so bin ich gestorben. Was, du bist gestorben? Nee. Was wir aber mal machen, was die anderen, wer wir jetzt bauen möchte oder so, kann ja schon mal anfangen, eine richtige Base planen, also da, wo wir unser Schmelzraum haben, unseren Lootraum, unseren... Ja, wollen wir denn hier bleiben? Jetzt bringt ja jetzt nicht das 5 Kilometer weg von zur Base, wenn ich 5 Kilometer Entfernung da meine Oben-Base habe. Ja, ich bin der Meinung, du hast Deutsch gesprochen, aber ich habe jetzt gerade nichts verstanden. Wir bleiben hier... Aber die Hortenbase ist hier genau vom Händler, der Fleck. Die Hortenbase bleibt und dort irgendwo in der Gegend, 100 Meter entfernt ungefähr, unsere richtige. Ja, wir fordern dann unser Geld, fordern wir dann ein, Kettenluder. Ja. Ach ja. Machen hier diese Robotik-Teile eigentlich hier mitten im Raum irgendwie Sinn oder? Ich weiß nicht, wer den da mal hinstellt. Ich stell die bloß so da hin, damit sie weg sind. Kommst du? Können sie auch zu den Waffen reintun, ist mir wurscht. Nur ja, damit Physio, man sieht, sie sind da. Physio ist ja auch teurer, übersehen. Matze. Physio ist teurer als Thai-Massage. Ja. Aber zahlt sich echt um und dir jetzt was, das gibst du deiner Freundin? Ich hab schon eine Freundin. Ach, der Anja. Ja, aber ich wusste, wo ich das in der Hand hatte, wusste ich, wen du meinst.
Anja, ich hab was für dich. Er hatte was in der Hand, Anja, und er wusste, wen ich mein. Ach, jetzt 22 Uhr wird hier. Ich habe ja gleich in meiner Base hier schon diese Robotik-Geschütztürme. Ne? Zwei Stück gehen ja dann davon, wenn du ausgebaut hast. Die sind mir auch sehr hilfreich. Aber ich finde es nur ärgerlich. Ich habe auch diese mit elektronischem Strom hier diese Schrot finden, Geschütztürme und so weiter. Aber ich habe so weit hoch meine Base, dass leider dieser Laser nicht reicht, dass der dann feuert. Und das finde ich ein bisschen ärgerlich. Ja, das musst du aufskillen. Ich bin, glaube ich, total. Die Kisten sind immer leer. Das kannst du. Du bist nee, das so schnell, kannst du, das ist alles. Das kannst du oder lernen über die Bücher. Ich muss irgendwie noch was Besonderes aufskillen, was ich noch nicht gefunden habe. Das sind die Bücher, da brauchst du noch ein Buch dazu. Da kannst du die Reichweite erhöhen. Okay, also ich, Bücher habe ich schon fast alle. Zu 80% habe ich schon alle Bücher. Ach ja. So, hat wer noch eine Quest? Also Robotik habe ich schon komplett auf hochgeskillt, aber oh, Strom ja. nicht. Also ich weiß ja, nicht, für euch wollt ihr den 5er Beti haben? Richtig teuer, Marke. 60 Euro pro Stunde ist, glaube ich, normal, ja. Ja. Ich würde auch einen nehmen, ja. Falls zwei ja, da klar. sind, würde ich auch einen nehmen. Wo? Was, einer? Es ist doch keine 22 Uhr. Nee, da brauchen noch 3 Minuten. Anja, richtig. Oh, krass, Nicole. Wer heftig. Hat mir denn jetzt weggeklaut? Frankie. Ja, der nächste ist ich gleich war fertig. Das, sorry, dann komm her, Kalle, komm her. Und du ihn erstmal. Nee, alles gut. Noch 3 Minuten, dann ist der nächste fertig. Ich hab die 3 Minuten. Ich hab noch eine Quest in 2 Kilometer Entfernung. Jetzt hab ich die Werbung in der Hand. In der Hand, im Kopf, sage ich. Da können wir ja die auf kommt auf die Region Hinweg, an. Also ich habe beim Physiotherapeuten mal vor ein paar Jahren für eine Stunde 60 Euro gezahlt. Ja, 60 ja, aber ich Euro. Ich habe 2 Stunden geschrieben, weil du sagst, 60 Euro in der Stunde ist okay. Also für 2 Stunden hast du geschrieben? Ja, habe ich geschrieben, ja. Ja, das ist gut. Also ich bezahle beim Physio für eine Stunde 60 und beim Thai habe ich für eine Stunde 30, glaube ich, irgendwie sowas. Ja, ich habe ja jeden Donnerstag manuelle Therapie, deswegen weiß ich das. Ja. Oha. Jemand eine Stacheldrahtmod für mich? Irgendwo auf der Welt ist 22 Uhr. Und weißt du was, Macke? Wir haben den 22-Uhr-Gang schon längst geläutet. Nee. Du darfst. Du darfst. Sieht der Basie nämlich geil aus. Ach, jetzt bin ich doof. Haben wir irgendwo ja. was passiert? Ich wollte ja die Runde vom Server. Kalle, er hat den 50 Sekunden, Knopf dann gepusht. Fertig. Alles gut. Möchte zufälligerweise irgendwie in der Schnee haben. Juhu. Ja. Nur ein Selbstholer hier bitte. Ich möchte nicht koksen, danke. Ich bin gerade am überlegen. Ich teile die Quest 1,8 Kilometer entfernt. Abholung. Ich bin ja, gerade da komm ich gleich überlegen. Noch 20 Sekunden, dann ist ich muss was essen, ganz dringend, Freunde der Nacht. In der Kiste. Wo ist denn mein Motorrad schon wieder hier? Da. Nadine? Ja? Wann bekommt man den Schatzsuchgerät in Raft? Auf welcher Insel? Ach, du heiliger Strohsack. Ich will jetzt auch mal überlegen. Jetzt. Basie. Ja? Jetzt muss ich ja völlig Caravan umdenken. Town, Moment, lass ihn doch einfach drin in der Ding. Caravan Town. Ja, hab ich. Was, echt? Ja. Oh Gott, da muss ich, da bin ich noch nicht, da, jetzt bin ich noch nicht so, bereit. Wer will denn jetzt haben, den Besi? Ich? Ja, zack, kriegt den Fuß Leute. Lass euch das erklären, Caravan für den, der rafft gar nicht. Du kannst es aber gerade in der drin lassen, dann kann man es auch leichter ja. rausnehmen. Ich bin auch gespannt. Ich freue mich drauf, wenn das Spiel ja mal draußen ist, dass ich das komplett mal von Anfang an durchspiele. Ich hätte noch eine Kettenmod. Und nach dem nächsten Update sieht es ja so aus, als ob wir wieder komplett alles machen müssen. Ne? Wenn du das in dem Ding machst, ist es billiger. Dass wir überall hin müssen. Ich war ja schon seit Februar letzten Jahres auf diesen Mixer ganz viel Neues und auf diese Käfermod. Aber nicht spoilern. Ja, hoffentlich passiert das. Kostet das Gleiche. Ein Chef in den Caravan. Der Werkbank hätte das Gleiche gekostet. Brauchst du noch eine Kettenmod dazu? Nee. Ich hab diese Betäubungsschmutz. Bei Boa hast du nichts gebuttelt? Danke.
Und nach Balboa kam ja schon Karawantan. Warum verlässt ich ihr alle das? Ich könnte eine Vierer bauen. Eisenschaufel nee. kann ich eine Fünfer bauen. Ja, würde ich nehmen. Nee, eine Fünfer nee, kann ich auch bauen. Keine Absicht. Chefin, lädst du mich bitte nochmal ein in die Runde? Dann würde ich mich über eine Fünfer freuen. Ja, macht. Also wenn du das willst, dann baue ich die. Nee, ich wäre jetzt zurückgekommen, kein Thema. Nee, da baue ich die, ich bin immer noch der Base. Danke, ja, ich weiß nicht über alles. Ich muss erst mal kurz zum Händler. Auf Altstoff. Also ich habe jetzt von irgendwem eine Quest mit angenommen, da bin ich noch einen Kilometer weg, ich komme. Das haben wir da. Ja, ist gut. Sechs Klebe. Ich bin die ganze Zeit überlegen. Das ist eine gute Frage, Beobachter. Weil du siehst es ja. Also ich spiele Spieler jetzt auf Ultra und du siehst, da vorne wird das zum Beispiel nicht geladen. Und wenn du dann dahin fährst, dann lädt's. Es lädt ziemlich spät, aber es ist ja nicht schlimm. Unser Werkbank ist dann deine Schaufel, wenn sie verkauft. Guten Abend, die Geherren Gesangsverein. Hallo Zeni, was geht? Könnt ihr mir einfach in die Werkzeugkiste legen? Zeni. Ich bin gerade. Ich bin halt gerade echt am Überlegen, ich hätte voll Bock auf die Tier 5 Quest. Ob ich die jetzt mache? Und wenn ich sterbe, bin ich halt tot. Nein. Nadine, ich gehe mit. Ja, genau, gehen wir zu dritt. Ich komme auch mit. Attacke. Aber wir fahren mit dem Auto. Alle drei zusammen. Ich fühle mich verfolgt. Aber warte mal kurz, ich muss kurz was nachgucken an der Werkbank. Mein Freund. Achso, das hatte ich ja vorhin gefragt. Was ist denn die höchste Stufe beim Händler? Ich fahre gerade am Bären vorbei. Ich glaube, Tier 5 ist die allerhöchste Stufe. Tier 6 ist anscheinend, haben wir jetzt gespoilert bekommen, Tier 6 ist in Planung und ist aber noch nicht drin. Weil ich habe bei meinem Händler zu Hause Stufe 3 gerade. Mhm. Und ich bin da am Schlüssel Level 5 kann ich jetzt bauen. Und komme irgendwie nicht auf Stufe 4. Ich weiß gar nicht, obwohl der mich schon zu allen anderen Händlern geschickt hat. Also das sind ja mehr als. Ach so, ich wollte noch den Schubser wegbauen. Hier, Waffen. Ich mache den zu Waffen rein, Party. Ja, wollen wir Tier 5 machen? Dann machen wir aber auch eine Vorhersage. 7 Aufgaben bei einem Händler machen. So. So, zuallererst. Ja, Frank. Ich guck nur. Zuallererst. Die Base kennst du. So, ich hab kommt mir gerade sehr bekannt vor. Ja. Ja, das ist die mit den drei Türmen. War die oben denn mit den vier oder drei Türmen? Türmen. Genau, ja. Mega geil. Habe ich wieder ein Giveaway für euch und das startet genau jetzt. Einfach Hashtag wachmalanders und dann seid ihr dabei und ihr bekommt direkt von Madmonk ein 12er Tray von diesem geilen Energy Drink geschickt. Ja, Mann! Der erste Energy Drink ohne Chemie, 100% natürlich Inhaltsstoffe, mit Kaffee und Zitrone. Und wer da Bock hat dran, einfach mitmachen. Hashtag wach mal anders. Sieht halt geil aus mit meinem Greenscreen. Und dann kriegt ihr ein 12er Tray von Madmonk geschickt. Und könnt das einfach mal probieren. Die neue Art von Energy Drink. Ja, tut mir leid, ich vertrage kein Koffein. Und es lohnt sich mitzumachen, weil jede Dose hat 25 Cent Pfand. Ja, Mann. Plus Pfand. Ja, richtig. Ich habe so drauf gewartet. Ah, schön. Ja. Jetzt schön mitmachen. Dürftig meinst du auch an Gwen weitergeben? Du kannst jede Adresse mir weitergeben. Na, wie gesagt, wenn ich gewinnen sollte, kriegt Gwen bitte. Ja, Gwen muss halt damit einverstanden sein. Irgendwo ist eine Schreierin. Gwen muss halt damit einverstanden sein, dass sie ihre Adresse dann an mich und so weiter und ich es wiederum weiterleite dann an Madmonk. Also es wird direkt von Madmonk verschifft. Verschifft vor allem. verschickt und ihr könnt natürlich auch eine Packstation angeben, aber ich brauche danach einfach eure Adresse und dann wird es direkt von Madmonk an euch geschickt. So, wisst ihr Bescheid? 25 Cent! Ja, Mann, Nadine!
So, ich habe jetzt einen geteilten Quest. Oh, 6 Dosen. Ja, 12. Nee, 12. Dosen, ne? 12. Sind dann 12. Wir haben hier gegen unser 3 Auto. Euro. 3 Euro, da überlege ich mir, ob ich meinen Adressepreis gebe. Dann kriege ich, Zockersucht Weihnachtsgeschenke. Nee, nee. Also, ich habe hier jetzt angenommen, Stufe 2, bin die Vorräte. Schickt mir der Jens einen Eichelständer, das kann ich nie machen. Und jetzt stehe ich hier alleine rum und ich kann irgendwie den Quest annehmen, obwohl es gar nicht meiner ist. Ich verstehe es gar nicht. So. Und ich würde jetzt noch eine Umfrage machen. Nee, die Umfrage, die tue ich jetzt schon anmachen. Nee, tue ich noch nicht. Erst wenn ich es angenommen habe vom Händler. Aber ich muss nämlich auch gerade noch auf den Händler warten. Ich muss meinen Antritt noch abgeben. Erst wenn ich angenommen habe vom Händler. Genau. Dito, aber ich muss noch eine halbe Stunde Tier warten. Da hat's 5. Tier PD, 5. Du stehst ja an meiner Mission und das ist genau der Moment, mit der Nadine auf die 5. Dass ich noch mal kurz aufstehe. Aber warum kann ich die bin starten? Gleich wieder da. Du kannst ja gar nicht starten eigentlich. Hashtag oder wach mal anders. Gleiche. Doch, ich könnte sie jetzt starten. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Dann mach doch. Nee, doch nicht. Hier ist nur das Ausrufezeichen. Siehst du? Ah. Und ihr seid jetzt nichts bei der 5er bei Nadine, oder wie? Noch nicht, aber bald. Ja, jetzt bin ich hier umsonst 2 Kilometer hingejuckelt, oder was? Ja, weil du nicht zuhörst. Doch, habe ich, aber es babbeln so viele, da kommst du gar nicht hinterher. Siehst du? Babbeln nicht alle, manche schwätzen. Ich halt schon extra de Gosch. Multitasking. Mann, ich red. Was ist das ich denn? Ich red. Und ich halt auch meine Fressen. Aber die von Nadine habe ich gar nicht in der Anzeige. Das ist ein Multitasking. Die hat sie ja noch nicht angenommen, aber sie will gleich hingehen. Und bevor ich jetzt 1 Kilometer in die Richtung fahre, warte ich hier, bis sie angenommen hat. Und dann... Nein, sie hat sie gar nicht geteilt. Ich sehe die gar nicht. Ja, weil sie noch gar keine abgeholt hat beim Händler, Pitti. Sie will jetzt gleich eine 5er-Quest annehmen beim Händler, wenn der aufmacht. Ah, okay. Und dann starten wir dahin und machen sie. Multitasking ist, wenn du aus 2 Multivitamin-Päckchen zur gleichen Zeit trinken kannst. Also würde ich dir aber so ehrlich kleines, gesagt nicht empfehlen. So ein kleines Häuschen. Ich dachte Multitasking. 2 ja, Kaffeetassen Tassin zum Beispiel auch so. Oder so. Oder so. Das bräuchte ich früh. Ich habe wieder meine ganzen Verbände weggelegt. Ich trodel. Da fällt mir ein, die Familie Zockersucht hat meine Adresse schon. Oh je. Haben sie verlegt. Haben sie schon verkauft auf eBay. Ja. Hat mir mal so ein ganz netter Mensch so eine Tasse geschickt. Dann fahre ich mal zurück, ey. Dann nehme ich an der 5er mit teil. Mach es. Jetzt habe ich meine eigenen Spucke verschluckt. Ja, besser noch als ein Fremder, oder? What? Irgendwas mit Schlucken. Ja, ja, besser ich als ein Fremder. Das Motorrad ist so laut. Besser als ein Fremder Spucke verschlucken. Ah, ich fahre schon wieder auf den Bär zu. Oh, Umweg machen. Ich verstehe. Wie Sie sehen nichts. Ich habe aber in meinem Game noch nicht einen Bären gesehen, nur nicht mal im Winterbiom. Ich bin in der ganzen Nacht im Winter rumgerannt, im Winterbiom, und mir ist nicht ein Bär über den Weg gelaufen. Ich brauche Testosteron. Ganz kurz, Pitti. Wenn du dir einen Multiplayer einstellst als Einzelspieler, ja, ist der trotz allem vom Loot her und von allem anderen ganz anders da wie der Multiplayer. Okay. Ja, weil das Spiel stellt sich darauf ein, dass da 6 Leute auf dem Server sind und tut dementsprechend auch den Loot verändern. Okay. Also darfst du das eigentlich so nicht miteinander vergleichen. Ja, okay. Weil ich suche Bären und... Oh, jetzt bin ich hier bald abgehoben. Ich habe noch nicht einen Bären gesehen in meinem Spielstand. Und ich brauche Bären. Ich brauche Testosteron. Mehr braucht das nicht. Da findet sich doch bestimmt irgendwo ein Kerl.
Ey, Zeni, was ist denn mit deinem Internet los? Was hast du denn? Noch schlimmer, wie meinst du, oder was? Ach, der Zeni macht seit Tagen rum, der ist immer mal wieder weg für Minuten. Und dann kommt er wieder und dann auch wieder weg. Habe ich aber bei mir auch alle 4-5 Tage, dass ich für 10 Minuten kein Internet habe. Immer irgendwie arm. Mad Lady, was heißt das für ein Zeichen da? Minus TV? Stuhl TV war gerade da. Ich war aufgestanden. Stuhl TV. Jetzt habe ich es verstanden. Ich sehe das nicht, das ist ein bisschen zu weit weg. Hallo Way, servus. Na, alles klar. Habe ich das? Ein Anblick hier. Überall Autos und, so. Und Motorräder und Kinder. Und Foxgang, Asmode, Sönemo, Frank, Giftnudel, Hallöchen und Prost, Stammtisch, Klum. Ja, da gibt's noch ein Prost hinterher. Zack. Ja, dann liegt's nicht am Repeater, dann liegt's am Router selbst vielleicht, Zeni. Und Asmodes und Anja und Fuchsgang, Prost. Also, Prost. Ich bin da, Way. Hallöchen, wie geht's dir? So, ihr Hasen, ihr habt alles schön fleißig mitgemacht. Madmonk Gewinnspiel. Jetzt gucken wir mal, wer gewonnen hat. Gell? Ich bin ja schon wieder gestiegen. Ich bin ja sensationell begeistert von mir. Und gewonnen hat der... Alexander! Herzlichen Glückwunsch! Geil! Wo ist er? Wo ist er? Ich warte gerade auf mein Essen. Wenn der Zusteller sich nicht beeilt, fresse ich ihn und dann das Bestellte zum Nachtisch. Ja, Mann! Kann sein, dass Twitch minimal Probleme hat. Kann jemand? Alexander. Du wartest nicht? Ja, sehr geil, Alexander! Also einfach Adresse schicken oder Packstation, wo du willst. Hier, hallo. Und dann kriegst du es zugeschickt. Weißt du Bescheid? Ja, du hast kein Abo-Abzeichen, Zeni, ja? Ach stimmt, Jens hat auch kein Abo-Abzeichen, sehe ich gerade. Ihr habt alle kein Abo-Abzeichen. Alle kennst du. Dann liegt's an Twitch, Zeni, da hast du recht. Ja, Mann, herzlichen Glückwunsch. Was brauchst du? Wer? Kannst auch dem Jens schicken. Adresse und dann leite ich das an Madmog weiter. Sehr, sehr cool. Jo. So. War jetzt ich würde geschaut, ich... geschaut, ob ich kein Abo mehr habe. Ah, schön. So. Anja, paddel deine Freundin Hose. Ist da. Ja, deine Hose habe ich einstecken. Glückwunsch, Nachbar. Ja, Mann. Du hast meine Hose in der Tasche? Ja. Okay. Hast auch Probleme. Wird immer doller. Es geht auf 22 Uhr zu. Lieben. Es wird spannend werden. Die Twitcher sind die Witcher. Anja, willst du herkommen, dann kannst du nämlich die ganze Zeit aufwerten. Ja, ihr habt kein Abzeichen mehr. Keine Ahnung warum. Gerne, aber zuerst müsste mich die Chefin mal kurz einladen. Ja, du bist da. Ich bin da. Anja ist da. Dreier Pistole, ja. Ich mach jetzt erstmal Handelsroute öffnen. So. Wer hat jetzt gerade was gesagt? Irgendjemand ist tierisch leise und die anderen dafür zu laut. Das war ich gerade. Ich hab gesagt, ich mach Handelsroute erstmal. 1,7 Kilometer. Mach mal hinne. Ich mach hinne hin. Anja wird wieder eingeladen. Und danke. Ich teile euch die Quest, die Tier 5 Quest. Und jetzt einfach sagen, wer mitmachen will. Karl. Weil das Ganze, ja... ist nämlich ziemlich weit weg und es ist Tier 5. Boah, 5,3 Kilometer. Ja. Boah. Ja. Kann ich bei irgendjemand mitfahren? Ich habe ja kein Fahrzeug. Dann nimm dir das Auto. Dann können Schaff wir auch ich das mehr mit dem Mini-Mofa hier? Kannst du ein Moped haben, Anja? 5,3 Kilometer? Ich nehme das Auto, Frank. Aber du kannst gerne bei mir mitfahren. Die Zockersucht Motorrad-Gang. Ja, Mann. Nee, ich ist mir zu weit weg, weil ich mach dann auch gleich wieder los. Deswegen, also ich habe so ein richtiges Motorrad vom Paddel bekommen hier. Und ich habe mich so gerne gefreut, haben. Dass ich ansonsten stelle ich das Paddel wieder. Ich fühle mich ja schon die Zeit. Ich fühle mich ja schon geteert, dass ich geteert, alles klar. Ich geh im Bett. Fühle mich ja schon geehrt, dass ich mal mit Frankie spielen darf. Beobachter.
falls von euch jemand eine Bunga knacken möchte. Oh, jetzt werde ich aber rot hier auf, dann sofort. Ich bräuchte noch eine. Na gut, okay. Hast du denn mit dir zu spielen, Frank? Für die Schaufel. Geil. Was für die Schaufel? Ja, nicht der Bunkerknacker, sondern der Partybus muss aus der Garage geholt werden. Ja, man kennt Luna. Wir fahren alle mit dem Partybus zur Tier 5 Quest. Nee, eine Mod für die Schaufel, die gegen Erde gerichtet ist. Nur wenn wir dann so aussteigen wie beim Guest Station. Chefin, sonst nicht. Und dann Party. Wie viel Anfüllung brauche ich denn mit dem Minimum? Bei Tier 5 im Team, da wäre ich voll dabei. Ja, mein Beobachter, danke für 100 Bits. Chefin, hast du noch einen ganz kurzen Moment? Ich bin gleich bei dem anderen Händler, wo ich hin muss, dann würde ich mitkommen. Ja, es sind 5,3 Kilometer. Du kannst ja auch hinterherkommen. Wir müssen ja nicht alles mit der Gang fahren. Ich nimm schon mal. Ja, warum nicht? Tier 5, lass mich mal kurz gucken, wo das ist. Das ist in der Wüste. Was? Das ist in der Wüste. Oh, da kommen so viele Geier bei der Hinfahrt. Und es ist eine Fabrik. Es ist ein riesengroßes Gelände. Oha. Das stimmt Shotguns. Krischi ist geteert und gefedert. Aber ich auch, Zeni. Du wirst es nicht glauben, ich war gerade, das war gerade unter mir wie Treibsand. Motorrad, kannst du nehmen. Wie Treibsand war ich gerade unten. Es war so lustig. Frank, wo ist das Motorrad? Die Chefin hat sich die Map von unten an die draußen Zeni. Vor der Tür. Danke. Ja, Brot oder Burgermacke ist schon eine krasse Entscheidung, ne? Das kann ich dir auch nicht sagen. Aber ich kann nur hupen oder reparieren. Muss er aufschließen, Frank. So, jetzt nochmal. Kalle fährt mit, Krischi fährt mit. Fast dort. Ich versuch's. Ich weiß nicht, wie ich mit meinem Mini-Moped ankomme. Hab's hier hingelegt. Okay. Ich danke dir. Also fahren fast alle mit. Immer wieder gerne. Viel Spaß damit. Und Pitti mach keine Beulen ein. Ja, Mann, Frank. Ich reparier danach alles, ja. Ey, so eine Mission, die so weit weg war, hatte ich noch nie. Das ist ja Hammer, ey. Ach. Da muss ich ja echt zu Hause mal bei meinem Händler echt noch mal ein bisschen aufstocken. Und wie gesagt, bin da erst auf Stufe 3. Anja, kannst du Pitti mitnehmen? Sehr gut, Alexander. Achso, fährst jetzt doch kein Auto. Frank hat mir sein Motorrad gegeben. Diese Ehre kann ich doch nicht ablehnen. Nee, das ist wohl wahr. Das war aber sowas von recht. Ich glaube, du hast noch recht im Kofferraum. Oh Gott! Wie Treibsand, dass ich, wenn ich die Map zu langsam lädt und ich in der Straße versink. Also das war gerade beim Blutmund echt lustig. Ja, flupfig war sie. Benzin habe ich eine Beimarke, ja. Und ansonsten die Autos alle auseinandernehmen. Jawohl, ich habe ohne 40% Hallo. Benzin. Ja. Das erste Mal auf Twitch gewonnen. Und das bei mir, Alexander. Geil. Geil. Nee, jetzt, oder? Paddel, soll ich hier noch irgendwas im Betonmischer reinschmeißen? Irgendwie? Nee. Verbrauchst du Betonmischung? Oder? Ja, Betonmischung, Cobblestone, ich muss das alles noch. Es ist so geil, ich hab Franks Motorrad, laufe ich los und hab nicht mehr Essen dabei. Ich hab auch kein Essen dabei, ich hol mir das unterwegs. Ich höre hier neben mir immer nur Zombies. Ich fahre einfach weiter, ey. Ja, ja. Hab ja irgendwie die Vermutung, dass ich Spiele zu hoch gebaut habe. Nee. Also das, was ich gesehen habe bei dem Losfahren, sieht eigentlich gut aus. Sieht so ein bisschen aus wie die eine, die ich vor kurzem gesehen habe auf YouTube. Diese Headshot. Headshot-Falle. Ist hier auch irgendwie Straßen oder fahre ich hier nur im Grünen? Das gibt's ja gar nicht. Ja, mal gucken. Keine Straßen zu geben. Also die Blutmond Base, der Paddel, glaube ich, gerade baut. Paddel, du baust es gerade, gell? Die hatten wir in der A19 schon auf unserem Server gehabt. Da waren wir auch immer zwischen 1 und 8. Keine Ahnung. Manchmal war Paddel auch alleine. Also das sah richtig cool aus. Und das Schöne ist, die Zombies, die gehen halt alle auf der Rampe hoch, nächste Rampe hoch. Und dann hast du die alle kompakt und kannst halt super Headshots verteilen. Und du bist selber geschützt und es ist einfach nur eine richtig geile Blutmobase. Macht Spaß. Seid ihr denn alle? Gibt's hier auf der Map auch Straßen oder was? Oh, naja, die Straßen hätten wir auffahren können, aber es ist halt nicht der direkte Weg, gell? Ja, ich habe ja nun. Doch, es führt eine direkte Straße hin.
Die Map ist ja bei mir noch überhaupt noch nicht aufgedeckt und ich fahre jetzt einfach mal querfeld ein hier. Wenn ja, ihr euch am großen Berg ein bisschen rechts haltet, kommt danach eine Straße. So, jetzt habe ich eine große Straße erreicht. Hups, jetzt bin ich aber geflogen. Da vor dir ist doch die große Straße. Die kannst du jetzt nehmen. Wer auch immer die 5er Schaufel gebaut hat vorhin, nochmal vielen Dank. Ich habe es mir gerade ausgeholt. Chefin. Bitte, bitte. Dafür warst du da. Aber ich muss immer noch 3 Kilometer fahren. Mein Meister. Ich hoffe, ich schaffte das. Ich habe nur noch 21% im Tank drin. Servus, Zombie. Schönen guten Tag. Ihr habt jetzt 30.000 Benzin locker in der Benzinkiste. Hab ich wir haben es nur vergessen, Paddel. Hat denn schon jemand nach Ölschiefer gebuddelt in der Wüste, oder? Ich habe bisher nur Quests gemacht in der Wüste. Servus, Zombie. Tschüss. Hör auf zu kreischen, ich gehe weiter. Jetzt geht's doch wieder querfeld ein. 1 Kilometer davor. Aber ansonsten kannst du erstmal auf der Straße bleiben. Leute unterwegs. Bei 1 Kilometer muss der. Stein. Voll lauter auf den Fernseher gucken. Aber ich muss das gut isoliert erst hochleveln, bevor ich irgendwie hier rumbaggern kann. Ja. Hallo Devilfly, servus. Muss ich jetzt hier weiter durch die Mitte oder was? Frau Zockersucht ist vor mir, also ich muss querfeld ein, okay. Noch klappt es mit auf der Straße zu fahren. Ich bin gespannt, wie lang. Oh ja, wie gesagt, 1 Kilometer vorher musst du wieder Oh Gott, das ist hier so felsig, da komme ich doch mit dem Minimoped gar nicht lang. Da muss ich, glaube ich, doch hier mal einen Umweg machen, Straße fahren. Ja, ich bin auch sehr froh. Die Map ist echt toll geworden. Also es gibt nicht so krasse, komische Unebenheiten wie sonst. Also ich spiele ja die normale Map und Ja, und da hast du stellenweise Berge, das geht wirklich senkrecht hoch. Oh, krass. What the fuck? Ja, bei uns ist alles klar, Devilfly. Wie geht's dir? Alles auch klar. Und LP 15 Mark, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. What the fuck? Auf der normalen Map fahre ich nur noch Straße, weil sonst gehen meine Fahrt, auch die Autos, die gehen mir kaputt. Das ist schlimm. Ich weiß nicht, ob du schon mal normale Map gespielt hast, aber... Kommt drauf an, was für dir normale Map ist. Diese Nevis Games oder wie die heißt. Ja, die neue Nevis Game, die ist ja... Also irgendwas haben die Pimps sich dabei gedacht, dass sie solche riesen Berge und Täler da bauen. Das ist... unmenschlich. Ja. Ich bin zu warm angezogen, sagt mir mein Skin. Ich schub's nur ab schon 50 Minuten. Und ich muss noch 2 Kilometer dödeln. Ah nee, Quatsch. Sehr schön, Devilfly, das freut mich. Habe ich mich wieder versungen. Sehr, sehr gut. So, noch 500 Meter. Ich muss noch 2 Kilometer. Wo muss denn jetzt lang? Die Straße oder die Straße? Immer an dem Pfeil entlang. Dem Ausrufezeichen. Ja, ich weiß, aber der ist so undeutig. Ich habe hier so einen kleinen Feldweg und eine Hauptstraße, wo ich langfahren könnte. Kürzeste Weg. Ich habe schon gedacht, ich hätte das Messer vergessen. Und ich habe den falschen genommen, einmal drehen. Anja, die Rampen waren die 5 oder 4? Die gab es ja in der A19 vorher nur 3 Gebäude für T5 und was Neues dazu gekommen. Die schrägen rüber zu den Türmen. Sehr viel Beobachter. Meinst du die Stege oder welche meinst du? Ja, die Stege. Ich muss jetzt erstmal gucken. Es waren 5. Mussten 5. Tier 5. Fuck. Entschuldigung, sag mal, gell? Shamway Foods. Ach du heiliger Strohsack. Shamway Foods müssen wir machen. Ja. Also ich habe noch 2 Kilometer vor mir. Ich brauche noch 11 Ich konnte auch tanken, ich habe 2 Autos abgebaut. Okay, hier stehen noch 2 Autos. Also das Gebäude kennt man ja, Beobachter, ne? Ja, ich bin bei Shamway Foods. Aber ich war... Achso. Nee, das war 4. Ich überlege gerade. Ich will mir einen Poncho bauen hier in der Wüste. Stimmt, warte mal. Das Gebäude, was ich am Anfang gemacht habe, jetzt hier, wo ich gestorben drin bin, das war ein neues Gebäude, Tier 5.
Ich kann es dir aber jetzt nicht mehr sagen, wie das hieß. Ach genau, das war doch dieser Hikotoshi oder so weiter Tower. Itachi heißt der. Itachi Tower. Den haben sie anders gemacht, Beobachter. Hallo Sidan, ja, juhu. Der ist nicht mehr so hoch. Wollte gerade sagen, der kommt mir kleiner vor. Ja. Ja. So, jetzt wie geht's dir, Sidan? 86% Tank, also ich bin auf dem Weg. Du hast einen Buschmann, du hast einen Sidan. Sag mal, hier ist der Sportkanal. Ja, hier ist was los. Ja. Sag mal, Nadine, wie lange geht der Stream heute? Ich bin nämlich ein bisschen unsicher, weil bei manchen Stellen steht es 20 Uhr und bei manchen steht es 22 Uhr. Ist das also. Schön, kein Bock mehr. Open hat. End. Ja, bis ich sage, ich mag nicht mehr. Okay, ja. Das heute ist Open End. Ja. Wenn es morgen früh ist. Ja. Könnte jetzt auch 24-Stunden-Stream werden. Ja. Ich plan halt, ja, ich plan halt keinen 12-Stunden, ja. Ich plan halt keinen 12-Stunden-Stream mehr. Deswegen ist das alles jetzt spontan, was passiert. Ich habe also auf der Straßenseite zwei Kisten gebaut. So 12 Stunden durchzocken oder so, aber also, man hat ja die Arbeit dazwischen, kommen, dann hat man muss mal einkaufen, man muss mal zum Arzt, man hat einen Haushalt. Oh, was? Ist... Haushalt? Ja, das macht man ja auch nicht jeden Tag. Ja. Und dann habe ich noch zwei Kinder. Auch noch. Auch noch. Ich bin immer verrückter. Und den Mann hast du auch noch. Und den auch noch. Da kannst du jetzt nicht kommen. Ja, ja. Wo bist denn du, Chefin? Ah, du bist zu nah dran. Was ist denn Thunfisch-Sandwiches geworden? Aus einem Burger ist ein Thunfisch-Sandwich geworden, Macke. Oha, gönn dir. Lass es dir schmecken. Nee, Jens, warte einfach, bis das wieder behoben worden ist mit den Dingsbumsen hier. Wie heißt's? Twitch-Abzeichen. Ja, irgendwie warte. Hat Twitch momentan schon wieder ganz schön Probleme. Genau, also wir können ja nichts dafür und dann ist es halt so. Ich habe letztens bei einem Streamer auf den Sonntag Abo verlängert und am Dienstag sollte ich das schon wieder machen. Aha. Ja. Aber kurze 30 Tage. Mir geht's gut und selber macht mich gerade kirre, dass irgendein Zeugs passiert. Was passiert denn sie dann? Und ja, schön, dass es dir gut geht. Mir geht's auch gut. Bin Leidor. Ach, da vorne ist ja offen. Ja, Mann. Ich doch fragen müssen. Das ist eine halbe Weltreise hier, Mensch. Geknallt? Ja, ist gerade ein Fehler. Kann man jetzt auch gerade nichts machen, ja. Wir sehen's alle nicht, sie dann. Wir sehen es alle nicht. Oh, ich müsste mich schon wieder weglooten hier. Ja, die Kisten sind jetzt ziemlich weit weg. Aber du hast ja bestimmt noch Platz im Motorrad, oder? Ja. Ich habe Platz. Ich hätte auch beim Händler erstmal was verkaufen können, ich Depp. Ja, ist der noch irgendwo in der Nähe, der Händler? Hier in der Nähe? Ja. Gibt es bestimmt einen Händler. Lass mich gucken. Ja, den H11. Würde ich doch sagen, lass uns doch mal da kurz hinfahren, ein bisschen was verkürzen. Naja, bei mir geht's um zwei Stackplätze. Für zwei Stackplätze fahre ich jetzt nicht zum Händler. Oder? Guck mal, bei mir im Motorrad ist noch Platz, kannst was zwischen. Ja, man kennt Jens loben, ja. Ja, aber Donnerstag. Donnerstag darf ich eskalieren. Warte, jetzt. Aber jetzt sag mal, wie groß ist denn diese Karte? Wenn, ja? Wenn ich jetzt auf diese Karte nicht. Gucke. Ja, jetzt kannst du. Ich habe aufgeschlossen. Und das vergleiche mit meiner Karte von meinem Spielstand, dann sind das niemals 5,3 Kilometer. Das muss ja, die muss ja riesig sein. Das ist eine 10K-Map. 10K-Map. Ja. Okay. Komm, wir machen Kurs. Ja, ich glaub's dir, Macke. Genau. 10 Knochen. 10 Knochen-Map. Ja. In Knochen. Okay, ja, der Geist bedeutet sie dann, dass du das gerade nicht angezeigt bekommen kannst, was du da machen möchtest. Das ist einfach eine Störungsanzeige. Frank, Prost! Klong. Ich gehe mal 3 Sekunden weg, mir was zu trinken holen. Was, die Pistolen tauschen? Ja. Hashtag, wir haben's doch, Macke. Hashtag, ich brauche was zu trinken. Hashtag, keine Hose.
Ja, dass das ab und zu passiert, Nicole. Ja. Oh, ich sehe übrigens dein Abzeichen jetzt, Nicole. Ich glaube, jetzt klappt's wieder. Ja, ihr habt alle eure Abzeichen wieder. Hey. So, Motorrad ist zu 100% voll getankt. Ey, Moment, ich will noch schnell das Auto abbauen, dann können wir gleich nochmal. Geil. Ja, habe ich auch schon gerade gemacht. Hat noch jemand 8 Leder dabei, zufällig? Was für Dinger? Nee. 8 Leder, ich brauche einen Poncho, nee. Meiner schwitzt nee. Dauerhaft und jetzt kriegt er Durst ohne Ende. Nee. Ich hab nichts zu trinken. Nee, wollte ich dabei. Ja, Wahnsinn, Zemi. Ich hab auf, denkst du ja, gut isoliert, gell? Nee, wir machen die einmal, Beobachter. Wir machen die jetzt einmal. So, Wappen reparieren und durchladen, würde ich sagen. Ganz kurz mal, ich habe hier am Händler gerade irgendwie so eine, ich kann jetzt ein Fallenpaket Stufe 1, ein 3-Bücher-Paket oder ein selbstgebautes Gewehrpaket mir holen. Ideen dazu? Bücherpaket. Beides war ja. Ich hatte vorhin 3 Bücher, die ich noch nicht gelesen hatte, im Bücherpaket. Ja, Paddel okay, hat den besseren Übersicht, was wir haben und nicht. Wenn er sagt Bücher, dann nimm Bücher. Bücher. Fallen brauchen musst du gut wie nicht. Nee, Beobachter, ich sehe dein Abzeichen. Ich sehe dein Abzeichen. Auf meinem Motorrad. Siehst du es bei dir noch nicht, oder was? Ich sehe dein Abzeichen, Beobachter. Dein Abzeichen sehe ich auch, Alexander.